Hier waren noch mehr Türen. Der Sound. Affenstarker Sound. Ich versuche den affenstarken Sound das nächste Mal aufzunehmen. Vielleicht braucht man den Ton. Ja, das ist eine gute Idee. Gehen wir das mal da reingucken und dann bei der nächsten... Oh. Geh mal da reingucken. Ha, ha, ha. Okay, du gehst raus, wechsle zu Leslie, die am falschen Ort steht. Du gehst zurück zur Warnstation. Aber sehr schön. Das geht richtig gut voran hier auf dem Mars. Benutze Münzen mit... Münzen mit Bahn. So. Gibt es gleich ein Warnsignal? Ja, okay. Was passiert, wenn ich jetzt zu Zack wechsle? Gibt es denn trotzdem eine Cutscene? Ich sollte das Spiel nicht provozieren, dass es abstürzt. Du hast ein Ticket nach Miami. Bermuda-Dreieck. Nee. Oh. Ja, die Cutscene kommt echt. Sehr schön. Und sie muss jetzt zurück, weil sie die Taschenlampe hat. Benutze Ticketautomat. Du musst zurück nach San Francisco. So, gehe zu Ausgang mit Zugfolg. Genau, angenehm Flug später. So, wechsle zu Melissa. Nein, wechsle zu Leslie. Du läufst jetzt den ganzen Weg nach rechts. Nicht zu den Solarzellen. Sondern zum Mars-Gesicht war das. Nicht zum Raumbus. Zum Mars-Gesicht. Riesengesicht, ja. Da rein. Und du läufst den ganz hinten hin. Genau, da ist noch so ein Ding, das wir drücken müssen. Also wir haben jetzt noch zweimal die Gelegenheit, den Sound aufzunehmen. Ach, das sieht komisch aus. Große Statue haben wir schon angeguckt. Rechts ging es nicht weiter, ne? Ja, puff, einfach Ende. Das ist architektonisch gesehen sehr, sehr komisch. Weil ihr müsst das ganze Ding ja... Also wir sehen ja nur eine Hälfte davon. Also wir sehen nur die Gänge auf der linken Seite. Die Gänge auf der rechten Seite sind voll uninteressant. Aber es müssten eigentlich Gänge da sein, wegen Symmetrie und so. Symmetrie ist toll. Ich sag's immer wieder. Und das hier wäre eigentlich das Ende von der Halle. Und an der Ende einer Halle, am Ende einer Halle, ist immer etwas Wichtiges aufgestellt. Darum ist die ganze Architektur angerichtet. Das heißt, es ist nur dazu da, den Fokus darauf zu richten, was da hinten ist. Und da ist nichts. Also ich denke, hier ist irgendwo eine Geheimwand. Aber ich kann nichts anklicken. Egal, rein da. So. Hallo Mädel. Stopp. Wollen wir jetzt alles Melissa geben? Oder nee, du gibst einfach mal, gib Klebeband zu. Ja doch, gib Klebeband zu Melissa. Gib Taschenlampe zu Melissa. Und wir spielen jetzt primär mit Melissa. Sie hat zwar ihre Sperenzchen, was Aliens angeht, aber sie hat halt den Rekorder, den wir offensichtlich brauchen, um den Sound aufzunehmen. Und den können wir nicht wegnehmen. Also spielt sie jetzt einfach primär und wir gucken dann, wann sie wieder irgendwas abbekommt. Durchgang. Benutze Taschenlampe. Boah, ja, das ist doch mal viel geiler als ein Feuerzeug. Ist das der Schädel? Okay. Schon mal nicht sehr einladend. Einige... Oh nein. Nein, 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 nein. Ich erinnere mich an diese Tür. Es gab jetzt ganz, ganz, ganz viele Türen. Da haben wir uns... Was? Okay, es kamen nicht ganz, ganz viele Türen. Was zur Hölle? Aber diese Art von... Daran erinnere ich mich, an die Tür, also an die Farbe da. Wahrscheinlich in einer der anderen großen Türen. So, hier haben wir... Was ist Wandtafel? Brauchen kleinen Ank. Was ist Kraftfeld? Das will ich nicht berühren. Da haben wir einen großen Schlüssel, einen goldenen Schlüssel, eine komische Hightech-Maschine und eine Glasröhre. Und das da sieht aus wie Crank von den Ninja Mutant Super Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles, genau so war das. Ist aber nichts zum Anklicken. Okay, hier scheint nichts zu sein.
Das heißt, wir gehen jetzt zur zweiten Tür. Bye bye, Leslie. Geh zu großer Saal da. Dup, 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 dup. Nicht zur Statue gehen, zur nächsten Tür gehen. Na, die war kaputt, ne? Ja, genau. Und deswegen fiel es mir auch ein mit dem Rekorder, weil ich das früher schon mal gemacht habe. Also wir müssen jetzt den Ton aufnehmen und hier abspielen, damit sie die Tür öffnet. Weil das Ding hier halt kaputt ist. Ja, okay. Dann bin ich ja gar nicht so schlau. Dann erinnere ich mich einfach noch an die Sachen von früher. Nee. Aber na gut. Ich denke, da wäre man auch so recht leicht drauf gekommen mit der Zeit. Also hierhin. Benutze Leiter mit Sockel. Benutze Rekorder mit Kristallkugel. Das klappt so nicht. Schalt ein Rekorder. Wiedergabe? Achso, ja. Schalt aufs Rekorder. Gut. Aber man merkt, es gab schon damals abgefahrene Musik. Wie gesagt, vor 28 Jahren. Egal. Schalt ein Rekorder. Aufnahme. Es will nicht aufnehmen. Was? Vielleicht ist das da schreibgeschützt. Oh. Öffne Rekorder. Benutze dat. Was? Drück dat Kassette. Kann ich bewegen. Schalt ein dat Kassette. Das klappt so nicht. Wie kriege ich den Kopierschutz aus einer DAT-Kassette raus? Also ich weiß, bei Disketten gab es oben links so ein Ding, was man schieben konnte. Schließe DAT-Kassette. Lease DAT-Kassette. Razor and the Scumlet, größter Hit. Inder Glob Uder Cray. Jetzt steht auf der Kassette drauf, aber das bringt nichts. Oh, wehe, sie will es jetzt nicht überschreiben und deswegen tut sie jetzt so, als wenn irgendwas faul wäre. Öffne dat Kassette? Scheint nicht aufzugehen. Benutze Klebeband mit dat Kassette? Toll, nun kann ich drauf aufnehmen. Aha, okay. Benutze dat Kassette mit Rekorder. Schalt ein Rekorder. Aufnahme. Benutze Kristallkugel. Ja. Jo. Das Fiepen am Ende ist besonders gut. Schalt aus Rekorder. Benutze Rekorder. Nee, schalt ein Rekorder. Ja, okay. Es funktioniert schon mal. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob die Aufnahme geklappt hat, aber es kann auch remote schon mal die Sachen öffnen. Also, nein, geht zurück. Schalt aus massive Tür, nein. Schalt ein Rekorder. Wiedergabe. Bam. Sehr gut. Und hier sind die bunten Türen. Wir haben eine rosa Tür, eine gelbe Tür. Okay, ich habe einen Block dabei, keine Sorge. Wir haben eine grüne Tür, wir haben eine blaue Tür. Ah, stopp. Okay, neues Blatt Papier. Wir haben einen Eingang, markiere ich mal mit E. Dann haben wir rosa, gelb, grün, blau und einen Ausgang. So, das habe ich jetzt als einen Raum markiert. Den gehe ich jetzt durch den Ausgang da rechts. Durchgang. Bin in einem neuen Raum.
Gelb und Grün waren beim anderen Raum immer nicht so dicht beisammen, oder? Nee, wir sind nicht im selben Raum, wir sind in einem neuen Raum. Okay, also neuer Raum. Gelb. Grün. Wo kam ich raus? Also ich kam aus der grünen Tür raus, oder? Oh oh. Ich kam aus der gelben Tür raus? Ja, gelbe Tür. Okay, also ich verbinde jetzt den Ausgang von dem ersten Raum mit der gelben Tür durch einen beidseitigen Pfeil. Dadurch. Also im neuen Raum haben wir dann gelb, grün, blau, rosa, Mist, Mist, blau, rosa und der Ausgang. Das ist der zweite Raum. Ich glaube, ich hätte mir einen größeren Zettel suchen sollen. Ich gehe wieder durch den Ausgang rechts. Grün und blau nebeneinander. Haben wir das irgendwo schon? Ja, grün und blau sind immer nebeneinander. Oh. Ich sehe gerade ein Muster. Also der erste Raum war rosa, gelb, grün, blau. Wenn man das Ganze jetzt ein nach links verschiebt und das rosa rechts wieder hinten ranhängt, hat man den Aufbau vom zweiten Raum, nämlich gelb, grün, blau, rosa. Das heißt, jetzt sind wir wieder einen verschoben. Jetzt haben wir hier grün, jetzt haben wir da blau, dann kommt gleich rosa und dann wieder gelb. Das, ich weiß noch nicht, wie uns das weiterhilft, aber ist schon mal interessant zu merken. Grün, blau, rosa. Sollte erstmal hingucken und gucken, ob es wirklich so ist, aber ich bin ziemlich eingenommen von mir selbst, also wird es schon stimmen. Rosa, gelb, ja. Und ein Ausgang. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal reingehe. Ne, wenn ich jetzt noch zweimal reingehe, bin ich wieder im ersten Raum und habe einen Ausgang. Okay. Oh, und ich habe nicht geguckt, bei welchem ich rauskam. Das ist nicht gut. Weiter. Ich glaube, ich kam bei grün raus. Ja, okay. Das heißt, man kommt, wenn man durch den Ausgang geht, immer in der ersten Tür im neuen Raum raus. Also mit erster Tür meine ich die Tür links. Das heißt, wenn wir jetzt in den Ausgang ganz rechts reingehen, kommen wir in einen neuen Raum. Da ist blau ganz links. Wir kommen aus der blauen Tür raus. Bam. Bin ich gut oder bin ich gut? Blau. Ich weiß noch nicht, was es bringt. Also wo ich hin muss. Du zu blau verbinden mit Doppelpfeil. Blau. Was? Wir haben rosa verpasst? Wo ist rosa? Blau. Oh. Fehler in der Matrix. Hier ist blau-gelb, da muss rosa zwischen. Blau-gelb, grün ist wieder richtig. Hier fehlt rosa. Blau, gelb, grün. Zwei Möglichkeiten. Ich könnte jetzt einfach immer weiter durch die rechte Tür gehen und hoffen, dass irgendwann nur noch zwei Türen da sind, immer nur noch eine Tür da ist und wir dann irgendwann raus können. Oder wir müssen hier drin eine geheime rosa Tür finden. Ich mach mal, was ist? Durchgang. Achso, was ist? Nee. Blau. Hier ist keine rosa Tür. Okay, also ich gehe durch den Durchgang und dann weiß ich nicht. Wir haben ein neues Muster. Dann haben wir blau, gelb, grün. Wenn wir in den Ausgang reingehen, müsste gelb nach links verschoben werden. Wir müssten in der gelben Tür rauskommen. Und dann kommt danach eine grüne Tür und danach eine blaue Tür. Wenn es wirklich bei drei Türen bleibt. Also drei Türen plus Ausgang. Rosa. Und damit wäre das Muster vollkommen für den Arsch. Komm. Rosa raus. Rosa ist ein Ausgang.
Au. Rosa. Gelb. Das, meine Freunde, ist der Eingangsraum. Kritzel, 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 kritzel. So, ich verbinde jetzt den Ausgang von der letzten Tür. Das ist der hier. Mit dem Rosa im ersten Raum. Jetzt, wenn ich jetzt hier rausgehe, bin ich wieder draußen. Zack. Sehr schön. Ja, was bringt uns das? Wir müssen jetzt gucken. Ach, also kann ich, mit der rosa Tür da. Wir müssen jetzt gucken, was alle anderen Türen machen, die in diesen 1, 2, 3, 4 Räumen sind. Also rosa Tür führt, wie gesagt, in den letzten Raum. Wir nennen jetzt Raum 4. Wir sind jetzt in Raum 1. Ich gehe jetzt in Gelb rein. Und ich bin... Was? Rosa. Blau. Ich bin wo völlig anders. Aber es sind nur zwei Türen hier. Okay, ich brauche definitiv einen größeren Zettel. Gelb führt zu... Rosa. Blau. Und links ein Ausgang. Wo führt der Ausgang hin? geh zurück. So. Ich mache einen kurzen Cut. Ich habe nämlich nur so einen kleinen Diener, keine Ahnung was es ist, viel zu kleinen Zettel, bisher benutzt. Such mir jetzt ein großes Blatt Papier, trag das alte Muster um auf den größeren Zettel und meld mich dann gleich wieder.